wunderschönen guten Abend und herzlich willkommen zur Pressekonferenz nach dem Gläser- und Roosters-Team, die Fischtown-Pinguins aus Bremerhaven. Ich begrüße die beiden Trainer bei mir, zu meiner Rechten Thomas Popisch von den Fischtown-Pinguins und zu meiner Linken Jason O'Leary von den Iserlohn Roosters. Wie immer das erste Statement des Gästecoaches Popisch. Tja, da fange ich mal an. Erstmal guten Abend und Glückwunsch an Iserlohn zu dem Sieg. Das ist ein bisschen schwierig, nach so einem Spiel wirklich die richtigen Worte zu finden, weil ich glaube, wir haben über weite Strecken eigentlich ein sehr, sehr gutes Auswärtsspiel, sehr engagiert gemacht, sind dann aber relativ früh 2-0 im Rückstand, rennen diesem Rückstand eigentlich das ganze Spiel hinterher und hat dann vorm Tor Kaltschnäuzigkeit, Leichtigkeit, irgendwas hat uns gefehlt, um die Chancen, die wir zweifelsohne hatten, in den ersten 30 Minuten wirklich auszunutzen, umzumünzen in Tore, Iserlohn unter Druck zu setzen. Und so war Iserlohn immer in diesem mentalen Vorteil gewesen, das ganze Spiel. Trotzdem haben wir nicht aufgegeben. Wir haben versucht, immer wieder dem Spiel noch eine Wendung zu geben. Ich war eigentlich auch sicher, dass wir, wenn wir gerade im letzten Drittel noch ein Tor machen, aber sie haben sehr gut verteidigt und wir sind dann wirklich nicht so zum Abschluss gekommen. Hinten raus hatten wir unsere Möglichkeiten und haben die nicht genutzt. Iserlohn hat die Möglichkeiten genutzt und deshalb dann auch verdient gewonnen. Vielen Dank. Gibt es Fragen an den Trainer der Fischtown-Pinguins? Oder ist vielleicht heute für Sie so ein bisschen ein Spiel gegen so einen angeschlagenen Boxer? Ich wiederhole die Frage ganz kurz. Die Frage war, ob das heute so ein Spiel gegen einen angeschlagenen Boxer ist, die ja bekanntlich am gefährlichsten wird. Ja, es ist ja ganz klar. Wir wussten natürlich um die Vorgeschichte. Iserlohn in den letzten drei Spielen kein Tor geschossen, aber wir wissen es genauso, auch wenn man dran bleibt, kommt auch mal dieser Ketchup-Effekt wurde und der ist heute dann gekommen. Erster Schuss war drin gewesen, Schuss zum Tor, Rebound war drin. Da läuft es in die richtige Richtung, aber die Struktur muss ja stimmen und die war stimmig gewesen auch bei Iserlohn. Aber wir haben trotzdem viele, gerade im ersten Drittel, viele Chancen kreiert und haben sie nicht gemacht. Und deshalb bin ich natürlich vorsichtig zu sagen, angeschlagener Boxer, aber selber wäre es mir natürlich lieber gewesen, wir hätten sie mehr unter Druck gesetzt, dass sie mehr ans Nachdenken kommen. Da haben sie heute, oder haben wir heute nicht geschafft. Gibt es weitere Fragen? Das ist nicht der Fall, dann Jason, würde ich dich um dein Statement bitten. Ja, zum Ende hat unsere Chance genutzt heute Abend, auch wenn dieses Spiel, meine Jenny, Leistung von den Jungs, der war auch, müssen auch nicht so immer, wie man wünscht, muss man trotzdem drin bleiben und auch ein gutes Gefühl finden. Wir haben das die ganze Woche gehabt. Niemand wollen, also gut, sicher wollen enttäuscht, aber heute Abend haben wir die Chance zu feiern ein bisschen. Und das war sehr wichtig für den Kopf. Gibt es Fragen an den Trainer der Roosters? Wie sehr, sehr freut es dich, dass ausgerechnet Tim Fleischer als euer jüngster Spieler, der auch in den letzten Spielen, wo es jetzt nicht so gut lief, eigentlich immer auch zu den Besseren gehörte, ausgerechnet da jetzt die Torflaute heute das erste Tor geschossen hat? Ja, ich wiederhole die Frage kurz. Die Frage war, wie groß die Freude darüber ist, dass ausgerechnet Tim Fleischer, der jüngste Spieler im Kader, das erste Tor erzielt hat und damit den Sieg auf den Weg gebracht hat. Ja, das ist für uns sehr, sehr, wir müssen ehrlich sein, die Jungs haben sehr gut gespielt bis jetzt. Und wir haben Chance kreiert, vielleicht nicht die Chance genutzt immer, aber heute haben sie auch die Schale aufs Tor gebracht und das ist gleich mit der Julian Lautschlag und sein erstes Tor heute Abend. Das ist ein sehr wichtiger Punkt für uns. Und wir sind wichtige Spieler, egal wie alt man ist und wie jung man ist. Das ist das Liebe, was man macht auf dem Eis. Resultat. Und wir haben das verdient heute Abend wie vorher und wir kriegen immer eine gute Leistung, viel Energie in der Mannschaft und es ist sehr, sehr positiv einstellen. Gibt es weitere Fragen? Haben Sie noch weitere Fortschritte gesehen im Vergleich zu den Spielen davor, mal abgesehen von der reinen Anzahl der Tore, der Torausbeute jetzt? Ja, ein paar Mal. Die Frage kurz noch eben wiederholt, ob es noch weitere Fortschritte zu geben gab. Ja, das ist Intensität und auch die Laufrisch waren wir ein bisschen schneller heute Abend am Anfang. Ja gut, Boxball ist ein bisschen schwierig. Wir waren lang dran heute Abend. Aber ich glaube auch die Leistung von den Toren war sehr gut die ganze Zeit.
Und auch heute Abend, wir haben gewusst, dass wir brauchen ein bisschen Hilfe. Und das war auch unsere Empfehlung, so ein bisschen der beste Spieler ist. Heute Abend auch Brett Finley hat ein paar Tore geschossen für uns. Das ist auch sehr wichtig für den Kopf. Aber viele haben das Energie die ganze Woche gebracht und das war sehr wichtig. Das hat angefangen, ich habe es ein paar Journalisten gesagt, das hat angefangen am Montag. Also wir gesperrt gehabt mit Jungs. Das die ganze Zeit war, also die ganze Woche war sehr, sehr wichtig. Weitere Fragen? Der Schlüssel war das Überstehen der Unterzahlsituation gerade im zweiten Drittel. Ja. Ist das eine Frage oder eine Feststellung? Die Frage war danach, ob das Überstehen der vermehrten Unterzahlsituation im zweiten Drittel der Schlüssel zum Sieg war. Ja. Danke. Gibt es weitere Fragen? Das ist nicht der Fall. Dann vielleicht nur noch die Ergebnisse des heutigen Spieltages mitzuteilen. Ingolstadt-Schwenningen 6:3, Düsseldorf-Köln 1:4, Krefeld-Berlin 1:4, München-Straubing 3:1, Nürnberg gegen Augsburg, ist gerade in der Overtime, da stand es 4:4 nach der regulären Spielzeit und gestern Wolfsburg gegen Mannheim 1:3. Die Roosters empfangen im nächsten Heimspiel, in der nächsten Woche Freitag um 19.30 Uhr die Grizzlies aus Wolfsburg. Ich bedanke mich für Ihre und Ihre Aufmerksamkeit, wünsche noch einen schönen Abend und zu unseren Gästen natürlich eine sichere und gute Heimreise.